Einem Tassenkuchen. Ich finde, das ist die perfekte Duftmischung für mich, weil das mal eine ganz neue eigene Kreation ist. Das hier ist jetzt die günstigere Variante von Balea. Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wunderschön herbstlich draußen und deshalb habe ich heute meine Herbstfavoriten und Must-Haves für euch. Wundert euch nicht, Sam liegt gerade nicht im Videohintergrund. Der liegt nämlich genau hier hinter mir in seinem Bettchen. Er ist schon echt ein kleiner Senior und seine Gelenke tun ihm weh. Das merkt man, er liegt einfach nicht mehr so gerne auf dem Sofa wie früher. Und wenn ich jetzt drehe, legt er sich schon einmal direkt in sein Bett. Also deswegen nicht wundern, wenn er in nächster Zeit nicht immer im Videohintergrund zu sehen ist. Dann bevorzugt er heute einfach wieder sein kleines Hundebettchen und macht es sich kuschelig, genauso wie wir es uns in diesem Video machen werden. Ich habe mir hier nämlich gerade einen richtig leckeren Tee gemacht. Der ist eine Empfehlung für euch und gehört auf jeden Fall auch zu meinen Herbstfavoriten. Und zwar ist der von Kappa. Das ist der Winterstrudel-Tee. Dem hat da gerade einen ganz großen Aufsteller mit ganz vielen verschiedenen Tees, die jetzt perfekt in die Jahreszeit passen. Das hier ist zum Beispiel ein Bio-Früchte-Tee mit Apfel und Zimt und die haben wirklich eine ganz große Auswahl. Also schaut euch da auf jeden Fall mal um. Ich mache es mir gerade zu Hause auch schon immer mit Kerzen und so gemütlich. Also Kerzen sind auch ein absolutes Must-Have für mich jetzt in dieser Jahreszeit. Und da gibt es ja auch ganz schöne Editions bei DM mit einer Decke dazu und einem Tassenkuchen. Ich finde, das ist der perfekte Snack jetzt in der Herbstzeit. Von DM Bio Pumpkin Spice Tassenkuchen. Der ist in circa 2 Minuten fertig. Also eigentlich schneller, weil ihr kippt den nur in eure Tasse. Packt euch da noch ein bisschen Milch mit hinzu. Das Ganze kommt dann in die Mikrowelle für circa 1 Minute. Und fertig ist der Tassenkuchen. Gibt es ja auch in anderen Geschmacksrichtungen wie Winterschokolade. Das schmeckt eher so ein bisschen lebkuchig. Es gibt auch Apfelzimt, habe ich mir am meisten von versprochen, aber das war für mich irgendwie der schlechteste. Der hat so kleine Apfelstückchen oben gehabt, aber irgendwie war es so vom Geschmack. Also Pumpkin Spice ist für mich einfach auch dieser typische Herbstgeschmack. Also damit kann man nichts falsch machen und damit kann man es sich dann auf dem Sofa so richtig gemütlich machen. Und woran denkt man, wenn man an den Herbst denkt? Ich finde, es sind auf jeden Fall die bunten Blätter, an die kuschelige Zeit zu Hause und auch an den Geruch. Und ich finde, so typische Gerüche, die für mich in den Herbst gehören, sind diese erdig, süß, holzig und kuschelig, wie zum Beispiel Zedernholz, Patchouli, Kirschstifte. Ein absolutes Must-Have für mich im Herbst. Ich liebe Kirschstifte, aber auch zimtige Düfte, Nelken, Kardamom, Amber, was auch immer. Also ihr könnt ja mal gerne schreiben, was so euer Herbst-Must-Have-Duft ist, an was ihr direkt denkt, wenn ihr an den Herbst denkt. Aber deshalb, das hier ist mein absoluter Herbstduft. Also ich rieche danach aber gefühlt auch das ganze Jahr, weil ich diesen Duft einfach so gerne mag und ich ihn mir schon 3-mal nachgekauft habe bei La Rosée. Das ist die 184 und der riecht richtig toll kirschig, aber nicht zu süß. Nicht an dieses Süße, woran viele vielleicht denken. Er riecht süß, ja, aber er riecht so schon herbstlich süß. Jetzt nicht so, dass es einen auf den Keks gehen würde. Auch auf jeden Fall super interessant. Die Dufttrends jetzt so für den Herbst sind ledrige Düfte. Liebe ich zum Beispiel auch, aber auch holzige Düfte. Und hier layer ich zum Beispiel gerade richtig gerne die 187. Das ist nämlich ein eher rauchiger Duft von La Rosée. Das sind ja auch übrigens immer Duftzwillinge. Also falls ihr da noch nach einem guten und günstigen, preiswerten Duftzwilling sucht. Die Düfte halten aber auch wirklich schön lange auf der Haut von La Rosée. Also die gehören ja schon sehr lange zu meinen Favoriten. Schreibt sonst auf jeden Fall mal den Chat bei La Rosée an und da könnt ihr mal den Duftzwilling herausfinden. Falls ihr zum Beispiel ein teures Parfüm vom Duft gerne mögt, gibt es bestimmt eine gute Alternative bei La Rosée. Die 187 riecht so richtig elegant, rauchig und eher so mystisch für diese dunklen Herbsttage. Mische ich zum Beispiel richtig gerne mit dem Kirschduft, mit der 184. Ich finde, es ist die perfekte Duftmischung für mich, weil das mal eine ganz neue eigene Kreation ist. Also das müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ihr es so ein bisschen kirsch, aber auch mystisch gleichzeitig mögt. Und wenn ihr es aber so ein bisschen würzig und süß mögt. Die 188 ist zum Beispiel auch ein Duft, den ich richtig gerne trage. Den layer ich jetzt aber nicht, weil ich ihn so als Duft eigentlich immer schon perfekt finde. Ich finde, da gehört es irgendwie nichts gemischt mit zu, aber jeder wie er es mag, ne? Also hat nämlich eher florale Noten wie auch Rose und ist für mich so ein typischer Gute-Laune-Duft. Also der versprüht gutes Herbstwetter für mich und eher auch dieses warme Zuhause. Das ist einfach auch ein schöner Duft, der auch tatsächlich sehr besonders ist. Also schaut gerne rein bei La Rosée. Ich habe da auch wieder
wieder einen Rabattcode für euch, den ich euch auch nochmal in die Infobox schreibe. Und da verlinke ich euch selbstverständlich auch wieder meine Duftfavoriten jetzt für den Herbst, beziehungsweise meine Duft-Must-Haves. Also schaut gerne in der Infobox vorbei und vergesst nicht, den Rabattcode zu benutzen, wenn ihr da bestellt. Und wisst ihr, was ich auch jetzt in dieser Herbstzeit liebe? Dass es einfach diese Limited Editions in der Drogerie gibt, wie zum Beispiel von Balea. Da gibt es ja jetzt ganz neu die Magical Wishes LE. Hier habe ich zum Beispiel jetzt die Handcreme mit an meine Favoriten genommen. Die hat nämlich auch einen richtig tollen Duft und pflegt natürlich auch gleichzeitig die Hände. Ich muss sagen, Herbst und Winter, was so LEs, Gerüche im Allgemeinen angibt, sind meine liebsten Monate. Vor allem zieht die Handcreme aber auch schön schnell ein und wirkt jetzt nicht so klebrig bappend auf den Händen. Das heißt, man kann auch wieder schnell die Hände schütteln, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass es jetzt zu lange klebt oder so. Deswegen, das ist auch ein ganz großer Favorit aktuell von mir. Meine Haut ist jetzt deutlich trockener geworden im Herbst und ich merke das so am gesamten Körper, nicht nur im Gesicht, dass ich da auf jeden Fall wieder so ein bisschen zu kämpfen habe mit. Meine Freundin, als wir letztens in der Drogerie waren, das kannte ich zum Beispiel noch gar nicht, das gibt es in der Kinderabteilung, hatte mir eine Creme empfohlen, die ich auch mit nach Hause genommen habe und die ich auch total liebe und deshalb auch an euch jetzt einmal weiterempfehlen möchte. Von DM Baby Love, Wind- und Wettercreme in Sensitive. Intensiver Schutz vor Wind, Nässe und Kälte mit Kamille, Panthenol und Sonnenblumenöl. Also wirklich perfekt auch für sensible Haut und egal wo, auch wenn man trockene Haut im Gesicht hat, die macht keine Pickel oder so. Also die ist wirklich richtig schön beruhigend. Perfekt für trockene, sensible Haut, auch um die Augen herum. Auch am Körper, wenn ihr hier irgendwie mit trockenen Stellen zu kämpfen habt, ist das wirklich eine ganz tolle Creme, die ich vorher auch noch nicht kannte. Aber apropos trockene Stellen am Körper, es gibt ja auch das Melkfett Ringelblume von Balea, schützt vor Witterungseinflüssen und erhöhten Feuchtigkeitsverlust für trockene Haut. Also es wurde extra dafür gemacht, jetzt für diesen Wetterumschwung, wenn es einfach wieder kälter wird und die Haut nicht so gut damit zurechtkommt. Ist natürlich viel intensiver fettig. Also hier, wenn ihr das als Handcreme benutzt, könnt ihr euch sicher sein, dass es jetzt nicht so schnell einzieht. Und es ist halt richtig fettig auf der Haut. Dadurch pflegt das aber perfekt für trockene Stellen, wie auch an den Ellenbogen, an den Knien. Ich habe echt auch mit trockenen Knien jetzt immer zu der Jahreszeit zu kämpfen. Einfach ein bisschen von dem Melkfett auf die Stelle geben. Ihr braucht auch nicht viel. Und ihr habt dann auch so einen richtig pflegenden, schönen Film über der Haut. Und es fühlt sich einfach sehr toll an. Also sehr beruhigt und geschützt fühlt sich die Haut an. Für das Gesicht ist es ja zum Beispiel im Herbst auch super wichtig, die Hautbarriere aufzubauen. Und deshalb wollte ich euch die zwei Produkte empfehlen. Das ist jetzt die günstige Variante. Es gibt auch den Toner von Geek & Gorgeous. Den finde ich super gut und den benutze ich tatsächlich eigentlich auch daily. Und es gibt auch Happier Barrier. Könnt ihr auch in der Drogerie kaufen. Das hier ist jetzt die günstigere Variante von Balea. Ist auch auf jeden Fall super gut und kann ich weiterempfehlen, benutze ich auch super gerne. Einmal den Beauty Expert Calming Toner, hier ist nämlich 0,3% Ceramide und 2,5% Aminosäure mit drin. Eine geschmeidig-milchige Textur, mildert Rötung und unterstützt die Barrierefunktion der Haut. Und auch noch von Balea Mild Ultra Sensitive Barriereschutzcreme, dreifach Ceramide-Komplex. Und vor allem bei Unreinheiten und Pickeln ist es im Herbst und Winter wichtig, die Hautbarriere zu stärken, denn eine schwache Barriere führt zu mehr Entzündung. Also sollte man das Ganze lieber vorbeugen und schön immer die Hautbarriere aufbauen und genau das können die beiden Produkte. Deswegen gehört das zum Beispiel daily für mich aktuell dazu, immer eine Feuchtigkeitscreme zu nutzen, die auch die Hautbarriere stärkt. Aber auch unter der Dusche mache ich gerade schon wieder einiges für meine trockene und sensible Haut und zwar nutze ich wieder richtig gern von Balea die Softöl-Dusche für geschmeidige und gepflegte Haut. Und hier ist wertvolles Ölkomplex mit drin für sehr trockene Haut. Und damit schützt ihr gleichzeitig die Haut schon so ein bisschen unter der Dusche vor Trockenheit. Denn ich finde, Wasser ist natürlich so das Schlimmste, mit was man der Haut antun kann, weil Wasser die Haut austrocknet. Aber natürlich müssen wir uns alle duschen und deswegen finde ich das aktuell unter der Dusche wirklich richtig schön, so eine Öldusche zu benutzen. Auch etwas, was ich jetzt aktuell echt nicht mehr missen möchte, weil irgendwie mein ganzes Gesicht so richtig anschwillt und aufquillt. Das habe ich irgendwie immer im Herbst, das habe ich irgendwie generell immer zu Jahreszeitenwechsel. Deswegen, das hier gehört auch zu meinen Herbst-Must-Haves für euch. Das hatte ich ja auch ganz frisch quasi in der Drogerie geholt. Und ich finde es super, dass es das jetzt nämlich auch in der Drogerie gibt von Ebelin, diese Steinchen. Schön im Kühlschrank aufbewahren, morgens raufholen, einfach einmal auf die Augenringe, beziehungsweise ihr könnt es auch komplett auf die Augen legen. Und
dann kühlt das Ganze schön und nimmt diese Schwellung im Gesicht. Also ihr seht danach nicht mehr so aufgequollen und schlimm aus. Und es tut vor allem auch wirklich irgendwie total gut, morgens sich diese Augensteine auf die Augen zu legen. Dann machen wir mal weiter mit den Make-up-Produkten. Ein Produkt, was ich jetzt zuletzt total zu lieben gelernt habe und was für mich irgendwie auch in den Herbst mit reinrutscht, weil Herbst bedeutet gleichzeitig auch matte Produkte kommen wieder in den Trend. Ich finde, es ist ja jedes Jahr wieder. Ich liebe es auch immer noch glowy gerne, aber matte Foundations gehören immer in den Herbst und deshalb wollte ich euch hier von Maybelline auch noch einmal die Lumi Matte Foundation mit ins Video holen. Ich habe hier die Nuance 115, die soll bis zu 30 Stunden halten und für mich ist das meine liebste matte Foundation aus der Drogerie, weil sie nicht abdunkelt im Laufe des Tages, sie setzt sich nicht ab und das ist immer das Problem, was ich ganz oft bei matten Foundations habe. Sie trocknen einfach an, sie setzen sich im Laufe des Tages ab. Meine Haut sieht einfach so aus, als hätte ich super große Poren und so, was ich nicht habe. Aber diese Foundation ist für eine matte Foundation wirklich richtig toll und hat eher so eine mittlere Deckkraft. Also deckt schon schön alles ab, aber sieht trotzdem nicht zu maskenhaft aus. Und dann brauche ich aber, wenn ich eine matte Foundation trage, auf jeden Fall nochmal etwas Dewiges, womit ich diesen Glow und diese Frische ins Gesicht bekomme. Und deswegen gehört das für mich auch in den Herbst von Trended Up, den Dewy Cream Blush. Und den habe ich in der Farbe 20. Also ich muss wirklich sagen, was diese cremigen Blushes angeht, ist das hier wirklich einer meiner Favoriten. Ich gehe ein bisschen mit meinem Beauty Blender in das Produkt rein, hole damit ein bisschen aus der Packung und trage das direkt auf meine Bäckchen im Gesicht auf. Und ich finde den Effekt einfach super schön. Vor allem bekommt ihr nicht zu viel Produkt ab, also das ist super pigmentiert, um sich nicht zu viel aufzutragen. Ihr könnt dann eher nochmal nachlegen und es sieht einfach super frisch und glowy aus. Und dann brauchen wir natürlich wieder einen Kontrast und zwar gehören matte Lippenprodukte für mich auch absolut in den Herbst. Meine Favoriten sind tatsächlich die hier von L'Oreal und zwar sind das diese matten Lippenstifte. Rot gehört für viele natürlich auch in den Herbst. Ich mag irgendwie rote, zu knallige Lippenfarben immer gar nicht so gerne. Natürlich als Ausnahme finde ich sowas auch schön, aber für mich gehören eher diese nudigen Farben auch in die gesamte Jahreszeit. Ich bin also super langweilig. Ich wollte aber euch beide Lippenvarianten einmal zeigen. Ich habe hier nämlich einmal die Nude-Version, die 100. Ich finde, das ist ein wunderschöner Nude-Ton, der in dieses Braune, aber gleichzeitig auch ein bisschen in dieses Rosane geht und jetzt aber nicht zu trist aussieht. Aber auch die 420, die ein schönes, sattes, intensives Rot ist. Also beide Farbtöne sind super schön und sind für mich ein absolutes Herbst-Must-Have. Aber natürlich kann die Lippen auch austrocknen und mit matten Produkten passiert das leider immer ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Deshalb gehört für mich auch in den Herbst jetzt auf jeden Fall eine Lippenpflege, aber ich zeige euch oft genug irgendwelche pflegenden Produkte, deswegen wollte ich euch hier nochmal etwas Pflegendes zeigen, was aber auch gleichzeitig schön aussieht, damit ihr gleichzeitig so einen kleinen Mehrwert für den Herbst habt und zwar von Essence, das Lip Oil. Ich habe hier die Farbe 01 Kiss from a Rose, ist persönlich mein liebster Farbton, es gibt aber auch noch dunklere, rote, rosige Farbtöne, also da könnt ihr auf jeden Fall mal schauen und das ist ein super pflegendes Lippenöl, was lange auf den Lippen hält und jetzt nicht zu ölig ist, sondern auch eher einem Gloss ähnelt, aber dieser Pflegeeffekt ist wirklich wow. Also perfekt jetzt für die kalte Jahreszeit, wenn man allgemein Probleme mit trockenen Lippen hat. Ich bin jetzt mal gespannt, schreibt gerne mal euren Herbst-Must-Have in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über euer Feedback, gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben. Es kommen immer Mittwoch und Sonntag 18.30 Uhr hier neue Videos online. Ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet und bis dann. Tschüss!